Hallo ihr Lieben, heute eine Kamera aus dem schönen England und zwar die Ensign Selfix 20. Eine Kamera, die ich sogar, wie ihr seht, in der Originalverpackung bekommen habe. So, packen wir mal aus. Wie ihr seht, eine Klappkamera, die hinten ein bisschen ungewöhnlich aussieht. Und auch oben und unten. Aber dazu später. Erstmal öffnen wir die Kamera. Einfach ziehen und klappen. Und hier ist sie schon. Die typische Klappkamera von Ensign. Und zwar, wenn ich alles richtig nachgelesen habe, das Modell Nummer 1. Es hat eine Blende, also die beste Blende ist 7,7 und die Brennweite ist 105 mm. Sie hat, wie ihr seht, einen Brillanzsucher und einen winzig kleinen Durchsichtsucher. Wenn ich da durchgucke, sehe ich sehr, sehr wenig. Aber zum Anpinnen reicht's. Hier vorne hat sie die Blendeneinstellung bis zur Blende 32. Und oben die Geschwindigkeiten BT 100, 50 und 25. Und selbstverständlich die Entfernungseinstellung. Von unendlich bis, na was war's? Drei Fuß. So. Soweit so normal. Für diese Kamera gab es als optionales Zubehör noch eine Einlegemaske, wodurch es zu einer Zweitformatkamera geworden wäre von 6x9 oder 6x4,5. Und sie hat hier hinten auch zwei Sichtfenster. Das eine ist hier drunter verborgen. Allerdings, wenn man das hochklappt, hier ist das Sichtfenster, und runtergeklappt werden beide Sichtfenster von innen verschlossen. So. Etwas ungewöhnlich neben dem System hier, das ich so auch nirgendwo gesehen habe, ist das Öffnen. Und zwar zum Öffnen wird dieser kleine Hebel mit dem Pfeil neben dem Durchsichtsucher vorgedrückt. Dann kann man die Kamera so aufklappen. Ihr seht, hier hochklappen, dann lässt sich der Film einfach einlegen, normaler 120er Film, hier drehen, es gibt keine Doppelbelichtungssperre und zugeklappt wird sie einfach so wieder. Die Kamera ist in einem richtig guten Zustand. Die Geschwindigkeiten laufen alle. Was bei so alten Kameras nicht unbedingt immer der Fall ist. Ist noch was Ungewöhnliches dran? Eigentlich nicht. Trotzdem, eine hübsche Kamera. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, diese Kamera auszuprobieren. Mache ich vielleicht noch. Mal schauen. Zugeklappt wird sie einfach, indem man diese zwei Hebel neben dem Objektiv drückt. Und zu. So, und das war es auch schon.
Hat es euch gefallen? Dann dürft ihr mich gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal.